Von draus vom Walde kommt er her. Doch wo wohnt der Nikolaus genau? Wir haben den Mann mit rotem Mantel und Rauschebart getroffen und ihm eure Fragen gestellt. Ich bin der Nikolaus und wohne am Nordpol in einem schönen großen Haus mit einem schönen Feuer drin und vielen, vielen Helferlein. Du siehst mich doch hier stehen, sonst wäre ich doch nicht hier. Und alle Kinder glauben doch an mich. Also solange sie an mich glauben, gibt's auch den Nikolaus. Natürlich mag ich alle Kinder. Die Braven genauso wie die Bösen. Was heißt hier böse? Manchmal sind sie halt ein bisschen frecher. Aber die mag ich genauso wie die Braven. Mir macht das immer wieder Spaß. Immer wieder so schön leuchtende Kinderaugen zu sehen. Und auch manche Kinder, die etwas ängstlich sind, aber die ich dann natürlich beruhigen kann. Im Sommer. Ich gehe natürlich nicht ins Schwimmbad, so wie manch andere. Ich muss mich natürlich umschauen, was die Kinderlein so treiben und ob sie böse sind, ob sie brav sind, ob sie ihre Sachen gut machen. Und das schaue ich mir natürlich hin und wieder mal an. Ansonsten muss ich in meinem großen Haus natürlich organisieren, damit ich euch irgendwas bringen kann. Natürlich auch hier habe ich meine Helferlein, die das Ganze organisieren, so wie ich es ihnen aufgetragen habe. Die machen und tun alles, packen die Geschenke ein, bereiten mir die ganzen Päckchen vor und so weiter und so weiter. Mein Sack ist immer wieder mal leer, aber ich muss ihn natürlich immer wieder auffüllen. So einen Riesensack gibt es natürlich nicht, dass alle Geschenke reinpassen. Danke, lieber Nikolaus, für deine Antwort. Wir freuen uns schon auf dich, wenn du uns daheim besuchst.